Ja, hallo, servus. Ich habe ja schon länger vor, mich auch hier um das Thema Depression zu bemühen, beziehungsweise das Thema Depression auch ja, in irgendeiner Form hier zu präsentieren. Ausgelöst durch Ereignisse in meinem ganz persönlichen Umfeld packe ich das jetzt einfach mal an, ohne dass ich mir jetzt da groß ein Konzept zurechtgelegt habe. Ich nehme das Thema Depression auch deswegen auf, nicht jetzt aus eigenem Interesse, nur wegen mir. Ich nehme es auf, A, weil ich anhand der Zugriffszahlen auf die Filme, die ich zum Thema Depression eingestellt habe, anhand der Zahlen eben sehe und merke, wie wichtig das Thema ist. Ich meine, das weiß ich natürlich so auch, denn Depression ist ja eine der fast am verbreitetsten psychischen Belastungen, die es derzeit gibt. Die Zahlen steigen also brisant an. Depression wird auch als die Pest des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Die Formen, in denen sie sich darstellt oder die Formen, in denen sie auftritt, sind also sehr, sehr viel mehr vielfältig geworden. Also sind vielfältiger geworden. Die Dunkelziffer ist enorm groß, denn die wenigsten oder viele Menschen wissen überhaupt, dass sie davon betroffen sind. Und es ist auch schwer, das zu erkennen. Es erkannt zu haben und dann zu akzeptieren, ist nicht unbedingt die schwerste Aufgabe, aber überhaupt einmal festzustellen, dass man betroffen ist. Das ist happig. Also ich kann von mir aus nur sagen, bei mir ist es jetzt 11 Jahre her, dass ich überhaupt erkannt habe, was da bei mir läuft. Und wenn ich heute zurückgucke mit dem Wissensstand, den ich mir da aufgepackt habe, dann kann ich das zurückverfolgen eigentlich mein ganzes Leben lang, fast bis in die Pubertät, wo in der Zeit bereits die ersten Anwandlungen stattgefunden haben. Depression, eine Volkskrankheit, muss man sagen. Und Depression resultiert ja meines Erachtens vor allem daraus, dass zum einen natürlich eine körperliche Prädisposition da ist, also sprich eine genetische Orientierung da ist. Das ist inzwischen auch wissenschaftlich belegt. Allerdings sind die genetischen Vorgänge sehr, sehr kompliziert und lassen sich jetzt nicht so auf ein Gen festmachen, an dem man dann umschaltet und dann könnte man das vielleicht mal irgendwann irgendwie abschalten. Also das so einfach wird es wohl nicht sein, ist es auch nicht. Das will ich aber auch nicht vertiefen, denn wer sich dafür interessiert, der kann in der entsprechenden Literatur nachlesen. Ich werde mal gucken im Laufe der Zeit, dass ich dann hier auch noch Links bekannt gebe, wo ihr euch also zum Thema noch schlau machen könnt. Körperliche Disposition ist das eine und das andere ist natürlich auch Auslöser, die dann letztlich dazu führen, dass so eine Depression ausbrechen kann. Die Nomenklatur, also die Namensgebung für Depressionen hat sich also im Laufe der Jahre auch sehr geändert. Sprach man zu der Zeit, als ich da im klinischen Aufenthalt hatte, damals vor 11 Jahren, noch von endogen und exogen und diversen lavierten etc. Depressionen. So ist es heute so, dass diese Namen zwar weiter noch im Untertitel verwendet werden, laut meiner Recherche, aber dass man eigentlich eben von unipolaren und bipolaren Störungen spricht. Die unipolare Störung ist diese klassische Depression, die es wiederum in mehreren Formen gibt. Und die bipolare Störung ist das manisch-depressive, das also das Auf und Ab von Hochgefühl und Runtersturz in die tiefste Tiefe darstellt. Zunächst beschäftige ich mich mal mit der
unipolaren Depression. Das heißt, das ist die unipolare, sie geht also nur nach einer Richtung, in eine Richtung, und zwar nach unten. Das heißt, das Gefühlsleben und das Emotionsleben eines Menschen wird so beeinträchtigt, dass die guten Emotionen, über die ein Mensch verfügt, ja, eingeschränkt sind oder ganz verschwinden und es sich eigentlich auf die, in Anführungsstrichen, schlechten Emotionen, also auf die negativen Emotionen konzentriert. Zum Thema Emotionen und welche Art von Emotionen es da gibt, komme ich auch separat nochmal zu sprechen. Also die negativen Emotionen bei der unipolaren Depression, ich muss noch gesagt werden, wird unterschieden zwischen einer depressiven Episode, das ist das, was auftritt, wenn man das erste Mal wahrscheinlich für sich so erkennt. Das ist ein Sturz in eine depressive Phase, aus der man wieder herauskommen kann und auch herauskommen wird, wenn man sich entsprechenden Therapielösungen öffnet. Da komme ich dann noch darauf zurück, auf dieses Drei-Säulen-Modell, Therapieformen öffnet und man dann wieder aus dieser Episode herauskommt. Allerdings die Gefahr besteht, dass man einmal passiert, wieder in solche Stimmungen oder nicht Stimmungen, wieder in eine solche Episode verfallen kann. Auslöser, so, nee, Moment, stopp, das war also die Episode, die nach unten geht und sich dann wieder auf ein Normallevel einpendelt, wenn man soweit genesen ist. Das andere ist eine chronische Depression, da gibt es zum Beispiel das Form auch der Dysthymie, das ist das, was ich für mich festgestellt habe, was mich betrifft. Das ist, dass über einen langen Zeitraum von Jahren und noch länger man ständig unterhalb des normalen Levels läuft. Man kommt nicht so tief runter, grundsätzlich wie in einer Episode, aber man plätschert so in Wellen, mal höher, mal tiefer, immer unter dem Pegel des ausgeglichenen Wohlbefindens dahin. Auslöser für Depressionen können unterschiedlich sein. Es können ja überwiegend sehr einschneidende, eben emotionale, ja, wie soll ich sagen, Ereignisse sein, Begebenheiten sein, die einen in eine Depression fallen lassen. Trennung, also Trauma, ein Trauma jeder Form, und Trauma darf man also heutzutage nicht unbedingt bloß noch auf diese vehementen klassischen Traumata konzentrieren, so resultierend aus Vergewaltigung, Kriegserlebnissen, Geiselnahme, all diese schrecklichen Sachen, die einem Menschen passieren können und natürlich auch eine Depression auslösen können, sondern auch durchaus jede Form von Abschieden, die in einem Leben passieren. Das kann ein Todesfall sein, der einen betrifft im nahen Umfeld, in der Familie. Das kann eine Trennung sein. Das kann ein Partnerschaftskonflikt sein, aus dem man als Verlierer hervorgeht. All solche Dinge können eine Depression auslösen und können auch als traumatisch bezeichnet werden. In meiner Sicht der Dinge ist ein Trauma etwas, was einen Menschen persönlich so erschüttert, dass er aus der Bahn gerät. Und das ist für jeden Menschen vollkommen unterschiedlich. Und da jeder Mensch vollkommen einzigartig und unterschiedlich ist, gibt es auch keine Wertung oder kein Rezept dafür. Dann Auslöser für Depressionen ist auch ganz gravierend in unserer Gesellschaft, und das möchte ich mal allgemein formulieren, dass das menschliche Wesen als Organismus, als Spitze der Säugetiere, ja, als Krönung der Schöpfung, ja, das will ich mal nicht diskutieren oder will ich mal nicht weiter ausführen, dass der Mensch in seiner
Physiologie in seiner ganzen Entwicklung in keinster Weise mit dem Schritt halten kann, was mit der Geschwindigkeit, in der sich die Welt verändert, in der Geschwindigkeit, in der er plötzlich agieren, arbeiten, funktionieren und leisten soll. Das ist einfach absolut nicht möglich, und viele Menschen sind auch nicht in der Lage, sich dagegen zu stemmen oder auch dagegen zu wehren. Sie versuchen, damit Schritt zu halten, und das kann einfach auf Dauer nicht funktionieren. So gesehen wird auch unsere Gesellschaft auf Dauer so nicht funktionieren, und irgendwann wird es einfach einen generellen Burnout der Gesellschaft geben. Aber gut, das ist ein anderes Thema, das ist vielleicht ein eher philosophisches Thema. Also der Mensch nicht mithalten kann mit dieser Geschwindigkeit und aus diesem Grund heraus sich mal ganz global und populär formuliert eben auch eine rasante Zunahme der psychischen Erkrankungen erklären lässt, vor allem auch der Depression. Okay, das war jetzt mal der Einstieg zum Thema Depression. Ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Es gibt eine körperliche Prädisposition für eine Depression, die genetisch auch verankert ist, allerdings sehr komplex, sodass es sich nicht auf ein Gen festmachen lässt. Was ich vorher noch vergaß dazu zu sagen, ist, dass dies eine Geschichte vor allem auch von sehr komplizierten Stoffwechselvorgängen, Gehirnstoffwechselvorgängen ist. Das zweite ist die psychische Prädisposition, sprich auch dann der Auslöser, der zu einer Depression führen kann. So die Prädisposition da ist. Inwieweit eine seelische Prädisposition da ist, ist es natürlich schwer, beziehungsweise ich möchte mal sagen, unmöglich bisher, das wissenschaftlich nachzuweisen, denn wer will die Seele wissenschaftlich erfassen? Meines Erachtens gibt es diese Prädisposition auch, denn allein durch den Stoffwechsel lässt sich die Depression nicht erklären, sonst könnte man ja durch Ausgleich der Stoffwechselstörung auch plötzlich die Depression abschaffen oder heilen, und das funktioniert so nicht. Okay, dann gibt es die verschiedenen Formen der Depression. Die bipolare Störung ist die Depression und manisches Verhalten hoch und tief vereint, mit der ich mich jetzt erstmal noch nicht beschäftige. Das zweite ist die unipolare Störung, die wiederum in den Formen auftreten kann der Episode, in einer depressiven Episode, oder aber dann eventuell auch später in einer chronischen Verlaufsform. Und hier ist besonders prägnant die Dysthymia, die eben in diesen Wellen unterhalb des Levels verläuft. Therapie hatte ich erwähnt, gibt es die Drei-Säulen-Therapie, auf die ich dann separat nochmal eingehen will. Okay, das war jetzt das erste Video zum Thema Depression. Aus dem Kontext heraus werde ich dann weitere aufbauen und demnächst auch hier für euch veröffentlichen. Danke fürs Zuhören und alles Gute für diesen Tag. Servus.